Man läuft auf dieser Erdkugel gerade auf verschiedensten Seiten herum. Und die Behauptung, man könnte im Kreis sitzen, würde ich erstmal sagen, nee, das geht nicht. Wir treffen Ute Rauwald in Berlin. Sie gehört zur Rauwald Company und sie machen die Regie bei Lea. Die Regie in diesem Stück machen eigentlich ich und eine israelische Künstlerin zusammen. Das ist eigentlich das Besondere an dem Stück, dass wir uns das trauen, gemeinsam eine Regie zu machen. Sie als choreografische Leiterin und ich als Regisseurin. Der Austausch ist zwischen israelischen Künstlern und deutschen Künstlern, wobei wir angefangen haben mit einem Videoaustausch, also die deutschen Künstler haben also ihr persönliches Künstlersein von ihrem Standort aus beschrieben. Mit Video wurde das aufgenommen, also es ist schon ein künstlerisches Porträt gemacht, sozusagen von sich selbst. Selbstporträts haben die nach Israel geschickt und die Israelis haben wiederum Porträts von sich gemacht und uns geschickt. Und dann haben wir diese Porträts für uns versucht zu verstehen und zu übersetzen in eine theatrale Sprache. Und umgekehrt haben die Israelis unsere Porträts bekommen und haben versucht, das in eine tänzerische, aber auch verbale Sprache zu übersetzen, was sie verstanden haben. Are you afraid? Is it a taboo? To talk about the fear to tear down the wall? No. If you think we can play the taboo game. Oh, yeah. Okay. Haben Sie den Künstlern einen Fragenkatalog an die Hand gegeben oder eine Form benannt, die gefüllt werden soll? Oder hatten die Künstler die totale Freiheit bei den Selbstporträts? Es gab schon Fragen, also was bewegt Kunst für mich, was bewegt Kunst für mich persönlich, was bewegt es in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld, in meiner Stadt, in meinem Land. Das waren erstmal ganz große Fragen. Die Fragen der Israelis waren eher so wie, wo lebst du lieber, in der Wüste oder am Meer? Also wir hatten auch schon sehr unterschiedliche Fragenkataloge und wir haben versucht, also Ronit hat Fragen entdeckt oder entwickelt, auf die wir versucht haben zu antworten. Oder hast du jemals warst du involviert in einen Gewaltakt? Wir arbeiten sozusagen immer an Schwellen. Und da ist sozusagen der Übersetzungsvorgang selber interessiert uns so. Also das Verstehen, also ich versuche sie zu verstehen und kommt auf den Moment drauf an, ne? Und die Frage. Oder das Lachen zu übersetzen, sie lachen, ich versuche das in mein Lachen zu übersetzen, ich spiegel das irgendwie, war das wirklich so, dass die Irritation, die das hervorruft, eigentlich ist es ein Spiegel vorzuhalten. Und da war mir das wichtig, dass es einen bildenden Künstler gibt und auch einen musischen, also Musiker meine ich, und die von ihrer Seite das in Ton und in Bildsprache übersetzen. Während des Stückes wird gemalt und während des Stückes wird auch Musik gemacht und musiziert. Also ist ein Gewebe, wie ein Teppich. So wie dieser Klangteppich, den Sie jetzt hier hören. Ist für die Künstler das Ruhrgebiet im Speziellen ein Thema bei ihrer künstlerischen Selbstdefinition?
Das wird für uns jetzt ein Thema werden, weil wir jetzt haben wir noch eine Probenphase vor uns und setzen das sozusagen in und um die Zeche Karl. Das heißt auch immer ein Stück sich Auseinandersetzung mit der Landschaft da, mit dem Licht, mit der Sonne, mit dem Nichtmeer, mit der Nichtwüste und mit dem, was sozusagen auch an Vergangenheit sich da in diese Gebäude eingeschrieben hat. Es ist keine Tanzperformance, es ist eine Performance, in dem anteilig auch getanzt wird. Es wird aber auch sehr viel gesprochen und deshalb ist es ein lebendiger Formenwechsel. Super, perfekt. Gibt es etwas, was Sie hoffen, was Sie vielleicht auslösen oder in Bewegung setzen können bei einem Besucher der Veranstaltung? Was wäre das? Dass wir im Kreis sitzen können, dass das sehr schwer ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen Utopie, dass man versucht, das zu tun und ein bisschen hinhören aufeinander. Was willst du denn mir eigentlich sagen oder was willst du mir vielleicht auch nicht sagen? Das ist sich zu verstehen. Also ein Stück weit ist es möglich. Ich würde jetzt sagen, ein Stück weit ist es möglich. Where do you prefer to be? At the sea or in the mountains?